Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP, Leute. Und ich habe die Kommentare gelesen. Leute, es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe bei Stani. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich war früher mit ihm so gut befreundet. Leute, wir werden uns bei Stani jetzt entschuldigen. Es wird Zeit, den Krieg endlich auf Eis zu legen, als Kriegsball zu begraben. Und deswegen habe ich mir gedacht, Leute, besorge ich ihm ein Baba Deluxe Auto, wo er einfach sagen kann, okay, Armin, wir vergessen die ganze Sache, lass uns wieder Freunde sein oder zumindest nicht mehr so bekriegen, Leute, weil meine Werkstatt ist komplett auseinandergenommen, seine Werkstatt wird auseinandergenommen, wenn es so weitergeht, Leute, das will ich ja für gar keinen. Also habe ich gedacht, ich entschuldige mich, Leute, und wenn ihr Bock drauf habt, das Video und noch auf mehr GTA 5 RP, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier los, Leute, und zwar hier ist ein super krasses, dickes Haus. Oh mein Gott, Leute, oh, mit Security, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Leute, mir reicht's, ja. Für Stani mache ich das jetzt hier, Leute. So, und ja, Leute. Entschuldigung. So, Leute, aber jetzt müssen die mit dem Baseballschläger jetzt alle hier umhauen. So, auf leise, ja, Leute, nicht laut sein. Und Home Run. So, da ist noch einer, Leute. Und weg mit dir. Oh nein, Alter, ist schon voll blutig hier. Warte, wir müssen über den Golfschläger hier, Leute. Jetzt spielen wir ein bisschen Golf hier. So, oh, da hinten ist schon das dicke Auto und weg mit dir, Alter. So, Leute, jetzt noch hier diese schöne Machete und... Weg mit dem. Leute, und zu guter Letzt, ihr wisst das, gute Messer, damit kann man immer schon ruhig und... Weg mit dem. Und... Doppelstich. Und Leute, und der Letzte muss auch dran glauben. Es tut mir leid. So, Leute, guckt euch mal diesen krassen Ferrari an, Leute. Oh mein Gott. So, Leute, damit fahren wir jetzt, glaube ich, erstmal zu Stani Performance. Ich hoffe, er nimmt das Auto. Schön geil. Guck mal, wie viele Leute ich hier kaputt gemacht habe. Alter, das waren doch bestimmt 10 Securities extra für Stani, damit wir das Krieg bald endlich begraben können. Ich hoffe, er erkennt diese gute Tat von mir und die gute Geste. Leute, wirklich, ihr müsst mir unbedingt Daumen drücken, weil das kann so nicht mehr weitergehen, Leute. Einer von uns wird ansonsten draufgehen im schlimmsten Fall, wenn wir so weitermachen. Wir sind voll am Durchdrehen. Beide, er mit Haftbomben, mich mit Autos klaut. Rocky habe ich schon entführt, Leute. Es tut mir wirklich leid. Deswegen ab zu Stani. Oh, Leute, Leute, Leute. Ach, hoffentlich hast du einfach durch den Tor durch. Ich guck einfach, der denkt, was ist das für ein krasser Ferrari. So. Hä, wer ist das denn hier? Oh, mein krasser Ferrari, Leute, wenn wir direkt rauflassen. Oh, der wird richtig viel Autos kaufen. So, einmal rauffahren, bitte. Oh, Leute, das ist ein Millionär, Digga. Der wird hier jetzt ein Auto nach dem anderen kaufen. Bist du check, dass ich es bin? Ey, Armin, was willst du hier, Alter? Du hast hier Hausverbot. Ja, Stani, warte. Bevor du rumballerst, warte. Stani, das geht so nicht mehr weiter. Das kann so nicht mehr weitergehen. Wie, das kann so nicht mehr weitergehen, Alter? Was willst du von mir? Lass uns bekriegen. Ja, meine... ich weiß, Mann, aber du hast übertrieben, ey. Du hast auch meine ganze Werkstatt kaputt gemacht, ja? Aber du hast zuerst übertrieben. Du hast doch davor mein Haus abgefackelt. Ja, ist egal, Mann. Du wolltest mein Stani Performance wegnehmen. Deswegen habe ich es abgefackelt. Ey, das, du glaubst immer noch den Jungs, Alter. Als ob Max und Russland nicht selber gierig werden, um alles zu klauen. Ja, was willst du jetzt hier? Ey, rede. Digga, pass auf, komm. Ich finde, wir sollten das Kriegsball begraben, weil dieser Krieg, der lohnt sich für uns beide nicht. Und deswegen habe ich dir den Ferrari mitgeholt. Als Armin, Geschenk. Du kommst jetzt mit. Die Späßchen sind vorbei. Du bist hier in die Falle. Mach die Hände hoch und komm mit, Alter. Ist das dein Ernst? Lauf rein in die Werkstatt. Hey, ist das dein Ernst? Lauf in die Werkstatt rein. Hände hoch, habe ich gesagt. Und ja. Langsam laufen. Ja, ich gehe langsam, so, ja. So, du gehst jetzt nach rechts ja, lang. Ja, ist ja okay. Ey, Leute, warum ist der jetzt so wenn sauer noch? Wenn du eine falsche Bewegung machst, Armin, dann war es das hey, gewesen, Ey, das ist keine Alter. Falle. Das Ferrari ist ein Geschenk für hier dich. Hier in die Halle rein. Nein, nein, nein. Warum? Ja, du wirst sehen, Alter, was jetzt passiert, Mann. Das sind deine letzten Stunden sind nein. geschlagen. Stani, mach Dreh das nicht. Um. Ey, Stani! Ey, wir waren mal Freunde, Stani! Vergiss das nicht! Das sind deine letzten Stunden, Armin! Nein, auf nein, Wiedersehen! Nein! Oh mein Gott! Ja, das war ein Prank, Alter! Ey, Digga, das soll ich laut sein, warum bist du komplett Alter und Geister verloren? Aua, hör doch auf! Ey! Ey, ist das ja, so gut, der Ferrari ist für mich, oder was? Ja, sind wir jetzt wieder Freunde? Nee, ich sag dir ehrlich, der Ferrari reicht mir nicht. Oh, ey, Stani, wirklich, du bist viel zu... Ey, ohne Witz. Weißt du was? Stani, du kannst mich mal. So. Ja, hau ab. Danke für den Ferrari. Was ein Idiot, Leute. Ey, wirklich, Leute. Da tut man einmal was Gutes tun und er nimmt nicht an. Aber Leute, ey, aber irgendwo kann ich es doch verstehen, dass er noch so sauer ist. Er glaubt mir nicht. Leute, wisst ihr was? Kommen wir, warte mal, ganz kurz das Auto mal dran hier. Ja, du kannst später Tennis spielen gehen. Leute, lass uns mal einfach gucken, ob irgendwas passiert, Leute, bei Stani. Vielleicht können wir dir bei irgendwas helfen, dass er mir dann wirklich verzeihen muss, Leute. Weil ich will, dass wir uns wieder vertragen, Leute. Oh, aber das kann noch ein bisschen dauern, Leute. Oh, ich bin müde. Oh, lass uns ein bisschen hinlegen. Leute, was ist passiert? Oh, Leute, ich bin... Ey, ich hab einer mir das Auto geklaut, ich hab schlafen, war. Oh,
Weil dann ist ja voll viel Polizei. Was ist da los, Leute? Wir müssen da schnell mal vorbeigucken, Alter. Nicht, dass da irgendwas passiert ist. Oh, Leute, lass uns schnell abchecken hier. Oh mein Gott, okay, wenn Polizei da ist, heißt es immer was Schlechtes, Leute. Ich muss da irgendwie rein, Leute. Zum Glück hat Tuan mir Kung Fu beigebracht. Und jetzt will ich hier erstmal hier umnocken, Alter, um dann herauszufinden, was da drin los ist, Leute. Und. So, geheimer Sonnenschlag. Ausgenockt, Leute. Perfekt. Sehr gut. So, wir gehen hier durch. Oh nein, Leute, Rocky ist noch da. Rocky ist ruhig. Leute, warum ist Rocky so ruhig? Gott, Leute, da sind ganz viele Polizisten, Leute. Ich muss die erst alle nacheinander ausnocken und erstmal. So, Leute, jede Menschen einmal ablenken. So. Jo, wir haben alles abgenockt. Alles abgenockt. Oh Gott, Leute, ich hab den komplett ausgenockt. Ab zum nächsten. So, komm her, Broski und. Leute, so geht das ganz einfach. Und jetzt noch der letzte hier. Ja, wir werden jetzt hier noch. So, perfekt. Was macht der Zentrale, damit? Einmal Meldung. Und zwar Stani Performance ist endlich im Knast. Der wird erstmal für die nächsten 100 Jahre nicht mehr den Tag der Wahrheit entdecken hier. Der Nein. ist erstmal weg, Leute. Nein. Wir können heute Abend richtig auf dem Revier feiern. Let's go. Stani ist weg. Aber jetzt wird sich erstmal hier der leckere Ferrari Nein, gegönnt. Stani Performance. Hey. Hallo, was ist Hendo, da los? Hendo, ganz ruhig, mein Freund. Was ist los? Deinen anderen Kopf habe ich alle umgehauen, haben uns verstanden. Du bist doch Amir, ne? Ja, so sieht das du aus. Du bist der Nächste, der platt gemacht wird. Glaubst du, das ist so schlau, wenn ich einen Pumpkin in der Hand habe und dass du mir das erzählst? Ich glaube, es ist nicht so schlau, dass du Polizisten abknallst. Ach, glaubst du, das wäre das erste Mal? Was habt ihr mit Stani gemacht? Warum ist Stani im Knast? Stani ist schon im Staatsgefängnis. Ja, den wirst du bald besuchen können. Der hat doch gar nichts gemacht. Wie habt ihr den in den Knast reinbekommen? Er ist der schlimmste Kriminelle. Die Tuning-Szene wird hier platt gemacht in der Stadt. Niemand tunt hier mehr Autos. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Die Tuning-Szene hält hier zusammen. Hasta la vista! Leute. Nein. Er hat Stani mitgeholt, Leute. Wir müssen irgendwie Stani raus. Aber wie kriegen wir Stani raus, Leute, aus dem Knast? Ich kann nicht einfach einbrechen und wieder raus. Ich bin nicht Tuan oder so. Oh mein Gott, Leute. Ich hab eine Idee. Wir rufen ihn schnell an. Wartet mal. Ayo, was los? Tuan, ich bin's, Amir. Ja, was kann ich für dich tun? Was willst du von mir? Hey, ich brauche unbedingt deine Hilfe, Tuan. Und zwar, ich komme jetzt bald ins Staatsgefängnis raus. Einer muss uns raus und ich muss... Speedy, einmal recht reinfahren, bitte. Nein. Ich werde von Speedy aufgehalten. Tuan, ich brauche einen Helikopter. Alles klar, ich werde meine Leute los bis einsatz. Kein Problem. Tschüss. Ciao. Leute. Ja. So, einmal an die Zentrale. Wir haben hier den Arm hier gefasst. Wir brauchen schnell Unterstützung. Wir brauchen schnell Unterstützung. Gefängnis, wo ist alles hier? Ja, Bombe erstmal dran. Raus hier, weg hier. Ich muss weg. Okay, oh, aber das heißt, die Polizisten suchen mich, Leute. Aber wo können die mich am besten finden? Ich habe eine Idee, Leute. Lasst einfach zum Supermarkt hinfahren und dann überfallmäßig machen, dass wir die Dings auslösen. Und danach kommen die und verhaften die mich, Leute. Let's go. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir müssen Stani helfen. Let's go. Okay, Leute, hier haben wir, glaube ich, einen Supermarkt. Das ist schon mal ganz gut, Leute. Da gehen wir jetzt erstmal rein. So, erstmal hier rein. So, zack. Oh, da hier ist gerade keiner. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde erstmal was hier schießen. Oh. Wo ist die Polizei, hä? Wir machen hier erstmal ein bisschen kaputt. Ey, es tut mir weh, leid für die Typen. Aber Leute, erstmal lege ich ein bisschen Geld hier hin. So, ein bisschen Geld hingelegt, damit der Typ jetzt nicht da irgendwie... LSPD! LSPD! Ja! Der Laden ist umstellt! Oh, Leute, das ist jetzt unsere Möglichkeit. Ja, ist... okay, ich ergebe mich! Oh, Zentrale, wir haben den Schwerverbrecher! Ja, ich ergebe mich! Amir! Oh nein, komme ich jetzt ins Staatsgefängnis, oder was? Ins Auto rein! Ja. Ich bin jetzt direkt überführt ins Staatsgefängnis, Leute, das war's gut. gewesen! Sehr gut! Einmal Unterstützung auf dem Highway, bitte. Wir haben hier Armin im Fahrzeug, werde ihn unschließlich direkt zum Staatsgefängnis sein. Es könnte sein, dass es Befragungsversuche geben kann. Brauche schleunig Unterstützung. Ach, du brauchst keine Sorgen zu machen, als ob mich jemand rausholen würde. Ha? Hast du auch was geschafft in deinem Leben? Endlich. Wir haben nicht lange gesucht. Ach, komm. Da kann Tuan auch nichts mehr machen. Der ist der Nächste. Ey, wirklich, mehr als Donuts fressen kannst du auch nicht. Aber bring mal ins Staatsgefängnis, du gehst mir auf den Nerven, du hast Mundgeruch. Ja, du wirst sehen, Amir. Du kommst da nie wieder raus. Ja, das werden wir sehen. Ey, Leute, okay, jetzt kommen wir ins Staatsgefängnis und dann werden wir Stani befreien, Leute. Versprochen, Leute. Vertraut mir. Oh, wir sind endlich da, Leute. Zentrale sind vorm Staatsgefängnis. Oh. Einmal Tor bitte aufmachen. Dankeschön. Hm. So, einmal bitte weiter durchfahren. So, Amir, das war's gewesen. Ne? Herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause. Du glaubst wirklich, dass du mich hiermit aufhalten kannst, oder was? So, schön die Flossen hoch, da wo man sie sehen kann. Alles geht immer rein. Und da wirst du jetzt erstmal erkennungsdienstlich behandelt. Ach so, jetzt war der erstmal hier. Jetzt wirst du erstmal aufgenommen. Nimm mich einmal hier rechts bitte lang.
Ist ja alles gut, mein Freund. Alles langsam, oh, langsam. An die Wand da einmal, ja, wenn das ja. Mal ein paar Fotos von dir gemacht. Kennst du ja schon die Spielchen hier, ne? Ja, und wie oft bin ich hier wieder rausgekommen, hä? So, einmal oh, bitte Leute. Schön lächeln. Ja, mach ich. So, gefällt dir so? Gut. Brauchst du ein Autogramm? Bitte einmal zur Seite drehen. Bitte einmal zur ja, Seite ja, drehen. Ja, ja. Brauchst du so, ein Autogramm? Bitte rede nicht zu viel. Einmal bitte andere Seite. Ey, wie viele Fotos der von mir haben so, will. Sehr so, sehr gut. Sind wir fertig? So, dann einmal hier bitte noch die Fingerabdrücke. So. Ich komm mal hier, einmal Fingerabdrücke. Ja, so, bitteschön. Wunderbar, dann geht's weiter, Ami. Das ja, ist ja hier erstmal der Anfang. So, so, jetzt kommen wir in den Zellentrakt. Hier oh, wird's doch schon viel gemütlicher, ne? Leute, ich hoffe, komm mal mit rein hier. Ja, was so, willst du jetzt noch von mir, Alter? Reicht doch langsam. Hier kannst du dich einmal umziehen. Ja, ist ja okay. Ey, Leute, ich muss jetzt erstmal so Knastsachen anziehen, Leute. Und dann geht's da richtig weiter, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So. Armin, ja, dann ja, mit, ja. Ihr neuer Pyjama für ihr drinne. Mhm. Besser als so einen ekelhaften so. Anzug wie du zu haben, hä? Dem Leben ist geschafft. So, dann müssen wir dich hier einmal noch mal in der Registrierkarte aufnehmen als neuen Bewohner des Staatsgefängnisses. Oh. Ey, kein Wunder, dass ihr keinen kriegt. Kein Wunder, dass du keinen hier kriegst, so langsam wie du bist, du lahm Arsch. So. Armin, jetzt bin ich meine Regeln. Jetzt sind hier meine Regeln. Oh. Pass mal auf. Bam. Oh, Leute. So. Oh, das wird echt das scheiß Tuning werde ich aus dir noch rausprügeln. Oh, darf so, dann komm mal mit. Ja. Dann werde ich jetzt erstmal in die Zelle bringen, du Stück Scheiße. Und was ist mit Hofgang, hä? So, du kommst jetzt erstmal schön in Isolationshaft. Hier ist nämlich gar keiner drin. Hier kommen nur die schwersten Schwerverbrecher ey. Wie du und Stani Performance rein. Wo ist denn Stani? Mit dir rein. Ey, wo ist Stani? Stani befindet sich an einem unbekannten Ort. Ah! Oh, Leute. Viel oh. Spaß bei deinem neuen Zuhause. Auf Wiedersehen. Oh, Leute, ey, das ist wirklich ekelhaft. Oh Mann, Alter, wo ist Stani, Leute? Ich muss unbedingt Stani finden. Ey, sonst ergibt das doch alles gar keinen Sinn, Leute. Wir müssen Stani hier rausholen. Ey, ich warte einfach, bis gleich Hofgang ist oder so, Leute. Vielleicht treffen wir dann Stani draußen. So, na, 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 na. So, Stück Scheiße. Ey, Leute, den wird schon irgendwo auf die Fresse und das vertraut. Du darfst dann einmal jetzt zum Hofgang raus. Ey, bist du auch draußen, hä? Du hast aber nur 5 Minuten Hofgang, dann war's das schon wieder. Ich dachte, ich hab eine Stunde. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Für so Schwerstkriminelle wie dich, da gibt's nicht länger Hofgang. Verdammt, Leute, wir haben 5 Minuten Zeit, um zu starten. So, dann einmal hier bitte durch. Ja, ja. Bis gleich. Bla. Ja, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwo Stani finden, Alter. Oh mein Gott, Leute, das wird ja richtig ekelhaft hier. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen hier irgendwas machen, Leute. Lass uns mal ein bisschen hier durchgucken. Ich glaube, da hinten. Da hinten. Hey! Hey, Armin, was machst du denn hier, Stani, Alter? Was passiert? Ja, Mann, die haben mich eingebuchtet. Haha, musstest du die Knastklamotten anziehen, du Idiot? Ja, wieso musst du die nicht anziehen? Tja, weil ich den Wärter kenne, Digga. Ich konnte meine normalen Klamotten anlassen. Hey, ja, so lustig ist das nicht. Du, ich bin wegen dir hier drin. Wieso wegen mir, hä? Ja, nicht, weil du irgendeine Scheiße gebaut hast, sondern, Stani, ich war... Okay, guck mal, ich will, dass das zwischen uns geklärt ist, ja? Deswegen habe ich noch ein bisschen vor deiner Stani-Performance habe ich gechillt. Ich bin eingeschlafen und ich mache Moment was, weil deine ganze Performance umstellt ein Polizei. Ja, ich hab ja, erstmal. Mann, ich ja. weiß, die haben mich platt gemacht, Alter. Nix da, die haben dich platt gemacht. Die wollten deine Autos alle abschleppen, dann hab ich die gehindert. Ich hab alle umgebracht da. Wirklich? Ja! Alter, wollten die illegalerweise meine Autos mitnehmen? Digga, der Leitungstyp wollte einen Ferrari, den ich gestellt habe, wollte er für sich privat benutzen. Was? Digga, das ist korrupt, Alter. Streh durch, Junge. Ich hab schon was vorbereitet, ja? Ja, was? Ich hab Tuan gesagt, der soll uns was ready machen. Der macht uns gleich was ready. Wir müssen gleich nur irgendwie an Waffen rankommen oder so. Wie an Waffen? Wie sollen wir denn an Waffen rankommen, Alter? Ich hab da eine Idee. Gib mir ganz kurz, ja? Ja, okay. Komm mit. Weil wir, gleich ist der Hofgang irgendwann vorbei. Und vielleicht, wenn wir hier uns irgendwo verstecken, rasten die aus, suchen uns. Ja, da können wir Mann, die sind auch voll streng da drinnen. Die müssen wir eigentlich wegschlagen, Alter. Ja, vertrau mir. Ich weiß, wo das Büro ist. Ich war hier schon mal im Knast. Komm mit. Der rennt hier mal rum, der Typ, Alter. Der macht hier richtig auf einen auf Kernel, ja? Ja, dem Typen werde ich auch noch schön einen auf die Fresse geben. Okay. Bro, wenn wir hier eine Waffe rankriegen, dann wäre er überkrass, ne? Okay, pass auf, Stani. Da drüben im Raum. Oh, da ist ein Helipad, Digga. Hier. Ja. Da wird Twan uns gleich was liefern. Okay, warte. Ja, warte ganz kurz, Stani, warte. Okay. Komm. Ja, ich komm. Wir müssen den Typen ausnocken da wahrscheinlich. Wo ist denn einer hier? Hier ist die Zentralverriegelung. Guck mal hier. Scheiße. Guck mal hier, siehst du das? Das sind 2 Leute, Digga. Ja, das kriegen wir hin. Okay, ein du, okay? Komm. Schlag. Ja. Hau den weiter. Ja, nice. Oh, guck, der hat 2 Waffen, der hat 2 Pistolen da. Oh mein Gott. Lass uns die snacken. Digga, ich hab ne Knarre. Ich auch. Ich hab seinen Elektroschocker, Digga. Ist egal, ich hab einen Elektroschocker. Okay, Stani, was jetzt passiert, ja? Bist du bereit? Wenn wir gleich die Leute umbringen, dann musst du Waffen von ihnen aufheben. Wir müssen den Alarm loslösen. Let's go! Bist du bescheuert? Oh mein Gott! Oh, Alter! Oh nein! Let's go! Ey, ich hab eine Knarre.
Sachen gefunden hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh nein, ich glaube, die Helikopter sind, glaube ich, schon da. Zwei Bullen, Alter. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen hier kämpfen. Wir müssen so lange warten, bis Twan uns eine SMS schreibt, dass es losgeht. Oh, die sind hier bei uns. Wir müssen die runterholen irgendwie. Oh mein Gott, ich hab da... Alter, jetzt. Oh. Schieß ab, Junge, schieß ja. Oh, yeah, ja, ich bin am Schießen. Hey, komm, Digga, hier. Wie viel sind denn hier, bitte? Oh mein Gott. Das ist absolut geisteskrank, Digga. Oh, der fällt runter, der fällt runter. Nein, nein, ist auf dem Dach gefallen. Ja, pass auf, nicht, dass die sich abseilen, Mann. Das ist so eine Einsatz... Oh mein Gott, Bro, die haben das... Ja, Turan lässt uns im Stich, Bro, die landen da. Nein, nein, nein. Oh, ich bin den Helikopterpiloten abgeknallt. Alter, scheiße, vielleicht können wir... Da, vielleicht... Nein! Aber ey, wir haben vielleicht Karabiners oder so. Oh ja, neue Waffen, Alter. Komm, wir brauchen neue Waffen, Wir werden gleich komplett weggestürmt. Oh, heilige. Ey, das wäre nochmal mehr, Mann. Ja, ich hab ne Waffe, ich hab ne lange Waffe. Oh mein Gott, ich hab 10 Sterne, Digga. Das war's. Komm, wir müssen einfach anhalten. Der nächste hier. Schieß. Sehr gut. Komm, den Helikopter müssen wir auch ausschalten. Umso mehr Helikopter wir ausschalten, umso einfach können wir später abbauen. Jawohl, der nächste ist auch dran. Ja, wir haben ihn gleich, Oh mein Gott, wir haben 3 Helikopter runtergeholt schon. Digga. Ich hab 10 Sterne, Mann, was geht jetzt? Digga, frag mich mal, ich hab auch unendlich viele Sterne. Oben sind Leute, die stürmen schon über den Dächern. Oh, weg mit dir. Wir müssen rein, Alter, wir müssen rein. Tua muss uns abholen. Oh, mein Handy hat gebimmelt, Komm. Ich glaub, der Helikopter müsste da stehen. Let's go. Oh Mann, die rasten komplett aus, Alter. Okay. Komm. Recht, jawohl. Mann. Auf Twan ist Verlass, Bro. Ich hab's doch gesagt, Digga. Boah, die schießen da. Nein. Junge, Alter, guck, was da unten los ist, Junge. Ich drück drauf. Keine Sorge. Doch jetzt. Ja, ich bin noch los. Ich bin im Rücken zu uns, Oh mein Gott, Junge. Schieß. Mehrere Helikopter sind hinter uns. Boah, wir müssen Gas geben. Ja. Helikopter von den Schütz ab. Helikopter Schütz ab. Sunny, let's go! Unser Helikopter raucht, Junge! Nein, wir schaffen das trotzdem noch, Sunny! Ich glaub nicht. Doch. Oh mein Gott, das ist doch so ekelhaft am Regnen, Alter! Das erschwert alles! Sehr gut mit dem Raketenwerfer! Boom, ich schieß die ab, Alter! Diese Hinter uns mit Autos hier überall, Polizei, manchmal Straßensperren mittlerweile! Ich nutze das aus! Ab in die Lüfte! Nein. Flieg in die Berge, Mann, da kriegen wir uns niemals! Ja, ich versuch mein Bestes, Alter! Oh mein Gott, Leute, wenn wir das schaffen! Komm, Stani! Alter, das ist zu krank, Mann. Ich hab Angst, Junge. Ich hab eine Idee. Komm, wir müssen jetzt hier, wenn wir hier weiter durch sind, wir können die gleich hier verlieren. Komm. Die sind hier überall unten, Junge. Nein, ich flieg einfach übelst weit hoch, dann kriegen die uns niemals. Ja, sehr gut. Mach Arm hier. Stani, bist du ready, gleich zu springen ins Wasser? Ach du Scheiße, ja, okay, Stani, Mann. Wir müssen springen in 3, 2, 1, jump! Scheiße, ich hab Fallschirm. Nein. Reicht ins Wasser, ich geh ins Wasser. Leute, oh mein Gott, Leute. Ich bin auch im Wasser gelandet. Sehr gut. Tauch runter. Ja, komm. Oh mein Gott, Leute, ich hab keine Sterne mehr. Oh, wie nice. Ich hab auch keine Sterne mehr, Digga. Ich glaub, die denken, wir sind bestimmt gestorben oder so mit dem Helikopter. Wow. Komm, wir müssen jetzt hier raus, Leute. Digga, warte, ich komm rüber. Komm rüber zum nächsten Steg, Diggi. Alter, wie heftig war das denn gewesen, Mann? Armin, Alter, du bist der Beste. Ey, Digga, doch gar kein Problem. Jawohl, es hat aufgehört zu regnen. Ey, Leute, als ob das ein Zeichen wäre. Ja, ey, Digga, komm. Boah, Alter, du bist der Beste, Armin, Junge. Warte, ich krieg noch ein SMS. Alter, du hast dein Leben für mich geopfert. Ja, Digga, krank. Ey, ich hab ein SMS bekommen. Twan meinte, er hat gesehen, wie wir abgeflogen sind. Wäre etwas Überraschung für uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Digga, komm. Wie nice. Ein fetter McLaren, Digga. Schnell, fahr weg. Wir können abhauen damit. McLaren ist ja nicht, ist auch nirgendwo gesucht oder so. Ey, Stanley, wir haben's geschafft. Wir sind beide aus dem Knast raus. Digga, jeder wird jetzt denken, wir sind tot, aber wir sind eigentlich immer noch am Leben, Alter. Wir können jetzt richtig verdeckt arbeiten. Armin, du bist der Beste, Mann. Ey, Digga, das war ich schuldig. Stanley, Frieden. Frieden. Let's go, Leute. Ich und Stanley haben wieder Frieden. Wir sind wieder Freunde. Und ich würde sagen, damit war's gewesen mit dem Video. Leute, wir haben ihn aus dem Knast rausgeholt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Checkt Stanley unten in der Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, ab in die Freiheit. Tschüss.